Natürlich ist es so, dass jeder schaut, wenn ich als Frau auf die Baustelle komme. Aber wenn man denen zeigt, man hat auch was im Köpfchen, dann akzeptieren sie das und es wird nichts hinterhergerufen oder generell solche Sachen. So, ich habe keine negativen Erfahrungen bis jetzt gemacht. Mich hat am meisten an meiner Lehre überrascht, dass ich einfach in viele Sachen einbezogen werde. Das heißt, ich habe halt nicht nur meine Tätigkeiten, sondern ich lerne von allen möglichen Sachen was kennen. Und das heißt, auch auf der Baustelle, wenn ich Arbeiten sehe, dann kann ich auch nachfragen, ja, worum geht's und so weiter. Und einfach auch diese Sachen, die eigentlich nicht zum Teil meiner Lehrausbildung gehören, diese lerne ich auch unter anderem mit. Eins meiner Lieblingsfächer war unter anderem Mathe. Das braucht man halt für diesen Beruf. Meine Tätigkeiten sind es beispielsweise auf der Baustelle Massen aufzunehmen. Das heißt, ich messe es mir ab, erstelle eine Liste und so weiter oder vergleiche es mit Plänen. Generell erstelle ich auch viele Tabellen, die einfach mit dem Ablauf zu tun haben. Ich tue aber auch bei der Abrechnung mithelfen, das heißt, ich korrigiere einfach die Abrechnung, ob das wirklich, was mir abgerechnet wird, auch draußen auf der Baustelle so ist. Ich habe auch ganz normale Bürotätigkeiten wie Sachen scannen, drucken, kopieren und so weiter. Plan lesen sollte man halt auch können oder lernt man eben in der Berufsschule. Das heißt, viel habe ich auch damit zu tun, unter anderem einfach nur, damit ich das, was ich eben auf, am Papier sehe, halt auch mit dem vergleichen kann, was in der Realität passiert. Natürlich kann mein Arbeitsplatz auch im Amt sein. Das heißt, wenn wir keine laufenden Baustellen haben, wo ich daran beteiligt bin, dann sitze ich im Amt. Aber mein Baubüro sozusagen kann halt überall sein. Mein letztes, also vor dem, das Büro, das war in der Nähe vom Hauptbahnhof. Dort haben wir eben eine Brücke gebaut. Vor meiner Lehrausbildung war ich ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Ich habe wirklich nur dann geredet, wenn ich musste. Und generell war ich eher mehr zurückhaltend und so weiter. Jetzt ist es so, ich muss offen sein. Das heißt, ich muss den Arbeitern, also auf sie hinzugehen und sie fragen, okay, was passiert hier, was macht ihr hier gerade? Und ich muss auch im Team halt sehr viel eben offen sein und mit denen halt alles besprechen können. Also um erfolgreich in diesem Beruf zu sein, müsste man eigentlich eben Spaß an dem Technischen haben. Das heißt, man sollte interessiert sein, wie was wo abläuft, also die Planung und so weiter. Man sollte auch kaufmännisch interessiert sein, generell auch logisches Denkvermögen haben. Man sollte keine Angst davon haben, schmutzig zu werden oder sich im Kalten zu befinden. Natürlich muss man auch bei schlechtem Wetter raus und auch wenn es kalt ist und so weiter, dann sollte man ein bisschen was Dickeres anziehen. Natürlich kann es Stresssituationen geben, in dem irgendwas nicht nach Plan läuft und dann tun wir uns eben im Team zusammenreden und so weiter, dass eben schnell eine Lösung gefunden wird. Bautechnische Assistenz braucht jetzt keine besonderen Kenntnisse der Bautechnik oder das wird alles vermittelt. Vielleicht eine gewisse Affinität zur Mathematik, weil es eben um Abrechnung geht und das bedingt halt nun einmal, dass man mathematische Formeln nachvollziehen muss, auf ihre Richtigkeit auch überprüfen muss, letzten Endes auch feststellen muss, ob für eine gewisse Abrechnungsfigur auch die richtige Formel verwendet worden ist. Weil sonst den Rest rechnet eh das Programm von allein, aber ob die Eingabe sozusagen überhaupt von vornherein stimmt, das sollte man nachvollziehen können. Und dann halt eine gewisse Liebe zum Detail. Abrechnung ist halt immer eine Frage des Textes. Ist das, was jetzt abgerechnet werden soll, auch tatsächlich in der Position enthalten? Oder steht hier in einem Absatz etwas darüber oder darunter im Leistungsverzeichnis vielleicht noch eine besondere Abrechnungsregel, die berücksichtigt werden muss. Also man muss ja sicher die Texte sehr genau lesen und letzten Endes auch verstehen können, voll inhalten.